hier fest. Top. Moin Moin Leute, Keule am Start. Wir sind wieder am 12er unterwegs. Heute wollen wir dann mal hier testen, wie hier die Aale so gehen. Gestern waren wir ja am 20er unterwegs, haben zumindest zwei Aale gefangen. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier am 12er bei den Aalen so möglich ist. Wir werden natürlich unseren alten Aalspot auswählen. Wir sind schon relativ spät dran. Deswegen werden wir uns jetzt ein bisschen sputen müssen, dass wir hier an unseren Spot kommen und dann ein paar Aale fangen können. Dazu laufen wir einmal komplett um den See drum zu. Dann gleich hier vorne links. Mal gucken hier. Das ist mal schwer auszuloten. Da ist die Hütte. Linksseitig. Dann laufen wir einmal quer durch den Wald. Und schon sind wir am Seitenarm. Da wollen wir unsere Angel dann ausbringen und auf Aal angeln. Wir müssen aber gut, glücklicherweise, unser Equipment nicht groß verändern. Zack, und schon sind wir am Spot. Da ist unsere erste Route. Das war mal deutlich zu weit. So. Oh, die haben wir noch auf Mistwurm. Eben auf Tauwurm umswitchen. Ich glaube, mit Fischfetzen wären wir hier nicht so glücklich. Das klappt am 20er besser. Ach, da haben wir noch die Dings drin. Nehmt rüber, zack. Da haben wir noch die Fischfetzen drauf. Da würde ich dann eher... Ja, nicht so weit. Da würde ich dann eher zum Tauwurm tendieren. Zumindest hier am 12er. Ja doch, hier ist auch einer. Ist hier auf Fischfetzen gefangen worden. Alle anderen auf Tauwurm. Die Rekorde sind ja alle schon ein bisschen älter. Ja, mal abwarten. Später wollte ich vielleicht noch mal ein bisschen auf Hecht hier gehen. Hecht, 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 da, Hecht. Alle auf Köderfisch gefangen? Ach, du ahnst es nicht. Ja, Küfi haben wir noch nicht freigeschaltet, deswegen das wäre ein Problem. So, auf 1 haben wir schon einen Biss. Ist nicht mal was Kleines. Krass. Was sind das? Karpfen? Ja, 2 Kilo Schuppenkarpfen geht's mit los. Kann man mit starten, überhaupt kein Problem. Nehmen wir mal so mit. Ist auch schon mal zumindest mal ein Anfang. Wenn wir hier, wenn wir schon mal hier sind, werden wir noch ein paar Spots austesten in dieser Woche. Und schauen, was hier noch so geht. Am 12er, ich bin ein paar Tage jetzt nicht hier gewesen. Da bin ich echt mal gespannt, was man hier so für Fische fangen kann. Ich habe es natürlich glatt nach der letzten Aufnahme vergessen, die Fische zu verkaufen. Zum Glück war das jetzt nicht so lange her. So dass sie noch bei roundabout 50% waren. Ich glaube, Realtime sind die nach 24 Stunden verdorben, da braucht man sie nicht mehr verkaufen. Da waren wir zum Glück noch weit von weg. Spot ist ja 6114, wenn man es, wenn ihr es bisher noch nicht gesehen habt. Ist hier ein super geiler Spot, also wenn ihr wirklich ein bisschen skillen wollt und ihr seid noch nicht hoch im Level PP, das ist hier der Spot. Da habt ihr eigentlich immer eine gute Bissfrequenz. Am besten schön mit Stippe und Pose und wie heißt das? Brotkruste hier, Weißbrot. Wie heißt das tatsächlich? Wir gucken mal eben. Wurm kann man natürlich auch benutzen.
Dann nehmen wir hier das Weißbrot. Das kann, geht hier richtig gut. Wo man natürlich aufpassen muss, ist hier dann Quarkteig und ähnliche Sachen. Ich weiß gar nicht, ist das überhaupt in den niedrigen Leveln schon zu erspielen? Doch Quarkteig kommt hier unten schon. Ist doch relativ früh zu erspielen. Aber ich würde erstmal hier Regenwurm, Brotkrume, Kartoffelwürfel würde ich am Anfang definitiv die Finger von lassen. Da fängt man viele Karpfen mit. Pear-Graubenbrei geht ganz gut. Haferbrei kann ich so nicht zu sagen. Süßteig geht auch immer. Weizenkörner habe ich auch noch nicht so die Erfahrungen mitgemacht. Es ist natürlich jetzt abzuwarten, wie die sich das hier über Nacht entwickelt. Ich habe keine Ahnung, wie gut der Spot aktuell läuft. Es sind auch nur sechs Spieler hier. Erster Linie Rotaugen und Karauschen gefangen worden. Aber auch keine schlechten. Also wenn man hier wirklich mit dem passenden Equip rangeht, das heißt Stipprute, Pose, einen passenden Köder dann halt auch, kann man hier hervorragend Karauschen fangen. Sollte man definitiv nutzen. Da haben wir schon den Biss auf der 1. Kein Aal. Ein Rotauge. 408 Gramm. Trophy hätten wir gerne, ne? Trophy wäre eine Nummer geiler. Aber das nehmen wir auch mit. Rotaugen geben relativ viel Silber. Gerade 408 Gramm ist schon gar nicht mal so schlecht. Über ein Kilo ist natürlich noch eine Nummer besser, aber ich glaube, ab 1,2 sind sogar schon Trophys. Die kann man hier mit Sicherheit auch richtig gut fangen. Wir sind aber vom Zielfisch tatsächlich noch weg. Mal gucken, was hier noch so geht. Ansonsten werden wir in der nächsten Nacht noch mal eine andere Stelle ausprobieren. Es gibt ja zum Glück ein paar Spots hier an der alten Festung, wo man tatsächlich dann die Aale auch erwischen kann. Aber unter anderem natürlich hier schräg gegenüber, auch hier am Seitenarm und dann oben. An der alten Festung, wenn man über die Brücke geht, links rum. Da gibt es zwei Spots, wo man welche fangen kann. Oder auch auf der Insel an sich, wo die Festung sich befindet. Wenn man vor der Brücke links abgeht und dann ein paar Meter läuft, da kann man auch unter anderem wohl mal einen Aal fangen. Ist ja nicht so, dass man hier gar nichts fängt. So, schön lecker Kaffee nebenbei. Geht immer. Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Die Weisheit am Sonntag. Gerade geht hier gar nichts. Ne? Also Tauwurm ist ja eigentlich ein ganz guter Köder, weil die ganzen Trophys und so, die fängt man eigentlich hier wohl auf Tauwurm. Oh, hier 4,09 Kilo Aal. Das ist genau das Ding, was wir haben wollen. Also die Aale sind definitiv hier. Also der Spot scheint schon nicht ganz verkehrt zu sein, weil von sechs Leuten fängt tatsächlich einer den Aal. Und dann nicht mal einen schlechten. Vor allem ist der 12er See und der Spieler mit dem kleinsten Level ist Level 21. Das ist aber wirklich der Spot, Leute, wenn ihr anfangen wollt. Hier könnt ihr die Fische fangen. Tagsüber schön mit Brotkrumen. Und ihr werdet hier glücklich werden.
Es gab es denn für Rekord? Rotfeder 1 Kilo. Oh, ist auch nicht schlecht, habe ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht. So, die 1. Der 1 bewegt sich was und es beißt auch. Ist aber kein Aal. Ist eine Karausche. Ne, ist gar nicht, ist ein Barsch. 546 Gramm. Immerhin besser als 6. Zack. Rotauge, Barsch. Hier ist schon mal alles dabei. Dann können wir nachher hier auch mal ein bisschen versuchen, Spitz zu fischen. Jetzt haben wir Biss auf der 3. Jetzt kommen die Bisse so langsam. Oh, das könnte doch schon eher ein Aal sein. Aber sehr kompakter Aal. Das ist nämlich eine Quappe. So, schon haben wir fast alles durch die Palette gefangen. Quappe, Barsch, Rotauge, Schuppenkarpfen. Aber immerhin eine schöne Auswahl an Fischen dabei. Jetzt auch der Trophy dazu kommt, wäre ich ganz glücklich. So, mal gucken hier. Ich meine hier die ganzen... Bei den Trophys ist immer so einer da. Hier zum Beispiel der Brasse ist mit Tauwurm. Ein Döbel gibt es hier auch. Habe ich schon Döbel an der? Weiß ich gar nicht. Das kommt drauf. Selbst hier Giebel. Giebel, Trophy mit Tauwurm gefangen. Güster mit Tauwurm. Hecht natürlich nur mit... Jungbrass auch nicht mit. Aber Karausche. Alle Karauschen-Trophys in den Rekord. Alle mit Tauwurm gefangen. Das ist doch mal ein klares Zeichen, Leute. Irgendwie ist die Tastenbelegung hier gerade ganz anders. Ich wollte mich eigentlich kurz eben muten, damit ich husten kann. Aber irgendwie ist die Taste anders belegt. Wir haben auch schon wieder 3 Uhr in der Nacht. Normalerweise jetzt so gleich ab 4 so die Bissfrequenz ein bisschen zulegen. Ich hoffe, dass da noch der richtige Aal dabei ist. Das hat ja gestern am 20er doch auch ein bisschen länger gedauert, bis wir den Aal tatsächlich gefunden hatten. Der bis ja auch erst in den Morgenstunden. So, jetzt habe ich mich tatsächlich mal kurz gemutet. Ich musste eben husten. So, aber irgendwie geht hier gerade gar nichts so. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann da wohl nicht wahr sein. So, 30 Minuten noch und dann warten wir auf den ersten Fisch. Wir wollen den Fisch. Wir wollen den Aal. Um es auf der Karte nochmal zu sehen, wir stehen hier unten im Seitenarm und dann genau hier in dieser Einbuchtung müsste das sein. Da müsste, das ist diese Einbuchtung, auf jeden Fall hier unten stehen wir irgendwo und wollen den Aal fangen. Man kann ihn auch hier gegenüberliegend fangen, hier so, hier rein, hier oben, beziehungsweise hier. Kann man den Aal fangen. Von hier aus kann man Aal fangen. Es gibt so ein paar Spots mehr, wo die Aale doch öfter anzutreffen sind. Wir haben aber auch schon die Aale hier unten gefangen. Also Möglichkeiten gibt es genug.
Man muss nur wissen, wo sie sind. Nachteil beim Aal ist natürlich, er ist extrem schwer zu fangen. Oh, hat direkt wieder losgelassen. Vorteil beim Aal, wenn wir ihn fangen, er gibt extrem viele Erfahrungspunkte und auch viel Silber. Selbst wenn es ein kleinerer ist, ohne Haken, schmeißt ihn nicht weg. Es lohnt sich. Selbst der kleine Aal gibt noch ein paar Silber. Gestern der 1,7 gab bei ihm was um die 40. Jetzt geht er ab. Oh, geht direkt in die Bremse. Eieieiei. Na ja, gut, so fett ist er dann doch nicht. Kann von Karpfen oder sowas sein, oder? Oder der Trophy-Aal. Nein, der wird es wohl eher nicht sein. Selbst so ein 5-Kilo-Aal geht nicht so in die Bremse und haut direkt ab. Sehr untypisch. Kann ich für schon sehen. Es ist ein Amu. Der gemeine schwarze Amu. 7 Kilo top. Das ist doch mal ein geiler Fisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, sogar eine Nummer geiler als der Aal, aber geil, geil. Der ist richtig gut. 7 Kilo schwarzer Amur. Gibt 11.000 XP auf der Grundroute und gibt auch richtig Silber. GZ-Keule, GZ. Schwarzer Amur. Top. Ein bisschen Power hier. Zack. Ein Tierchen. Aluhol haben wir ja nicht. Der sagt nicht mal einer GZ, du. Sag mal. Wo sind wir denn hier? 7 Kilo schwarzer Amur. Ich weiß gar nicht, was war bisher denn mein größter? Der kann da gar nicht so weit von weg gewesen sein. Weil Amur war ein bisschen schwerer. 7,249. Auch hier an der alten Festung gefangen. Damals gab der sogar 31.000 Erfahrungspunkte, weil ich den auf Pose gefischt habe. Also mit Pose doch deutlich mehr Erfahrungspunkte. Also wenn ihr skillen wollt, wenn ihr Erfahrungspunkte sammeln wollt, seid ihr bei der Grundroute definitiv falsch. Da könnt ihr mit Pose definitiv mehr Punkte euch zusammenfarmen und auch schneller euch die Erfahrungspunkte zusammenfarmen als jetzt hier mit der Grundroute. Wir wollen mal eben gucken, also bis 8 oder so werden wir hier wohl angeln, dann soll das auch reichen, weil wir da noch ein bisschen Spind fischen wollen. Dann will ich nochmal wechseln in der nächsten Nacht auf einen anderen Aalspot. Mal gucken, ob wir an anderer Stelle vielleicht auch einen Ticken besser fangen. Müssen wir mal schauen. Bin mir noch gar nicht so sicher. Müssen wir mal gucken. Aber 7 Kilo Amur, es hat sich zumindest, man kann sagen, es hat sich schon gelohnt, sich hier hinzustellen. Also die Nacht war zumindest nicht umsonst, auch wenn wir den Zielfisch hier wahrscheinlich nicht erwischt haben. Gibt Schlimmeres, wenn man nämlich gar nichts fängt. Das kommt hier tatsächlich in dem Spiel auch immer vor, dass ihr hier dann auch die ganze Nacht steht und ihr fangt nichts, beziehungsweise, oder fast nichts. Sei mal, im Tauwurm sollte man immer was irgendwas rausziehen, sonst macht man grundlegend was falsch. Aber es kann tatsächlich vorkommen, dass man nichts mit Hand und Fuß bekommt. Das heißt, keinen ausreichend großen Fisch. Aber schwarzer Amur, top, top. Sieben Kilo finde ich eigentlich ganz gut, ey. 7 Kilo. Hätte auch deutlich schwerer sein können. Aber, obwohl die werden hier ganz schön groß. Ich wollte gerade sagen, die werden hier gar nicht so groß. Aber hier, wenn wir gucken, 26 Kilo, der größte. Schwarze Amu hier an der alten Festung gefangen. Das ist schon eine Nummer. Und hier 30 Kilo, der weiße Amu. Das ist schon Kaliber, du. Zappalotti, ey. Obwohl jetzt der 7 Kilo ging auch mit der Wingate und der Gold, lässt sich der eigentlich ganz gut reinkurbeln.
Ist nicht so, dass er uns jetzt groß ins Schwitzen bringt. Gerade bei dem Equip, den wir ausgestattet haben, wir haben mit 25 Kilo Schnur drauf, 17 Kilo Vorfach. Da ist so ein Fisch nicht das große Problem. Aber ihr seht im Chat, als wir hier eingestiegen sind, wurde der Aal mit 4 Kilo gefangen. Anschließend ist der Chat fast ruhig. Also große Bissfrequenz scheint hier nicht zu sein. 7 Spieler aktuell am Spot. Könnte mehr sein. Aber es scheint tatsächlich hier mit den Bissen jetzt verschont zu werden. Kann nicht wahr sein. Oh, so ein paar Silber haben wir uns hier zusammengefarmt in der kurzen Zeit. Bin echt gespannt, was die Fische so geben. Dürfte gar nicht so wenig sein. Wir haben gerade der schwarze Arm, oder dürfte ein paar Silber bringen. Die anderen fangen hier ein bisschen Schläfergrundel, Schläfergrundel. Den hat man auf Tauwurm immer mal drauf. Kann man gar nicht verhindern. Und Wurm ist sogar noch schlimmer. Kann man auch mal gezielt beangeln. Also so eine Trophy-Grundel sollte man in seinem Cache auch mal haben. Ich habe auch mal eine gefangen. Ich habe schon ein paar mehr gefangen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ging an der Zeit ganz gut. Das ist wie gesagt Schläfergrundel, ne? Schläfergrundel, muss ein Fisch mit Haken sein, da ist er ja. 418 Gramm. Damals gefangen hier an der alten Festung, ebenfalls mit Tauwurm. Gibt so gut wie überhaupt keine Erfahrungspunkte. 489 für einen Trophy ist fast nichts. Und Silber geben die auch nichts, muss man dazu sagen. Aber wenn man hat, hat man. Ich würde mich genauso über den Don Kolbosch freuen, den ich auch noch nicht gefangen habe. Hier nochmal 4 Kilo, 4,6 Kilo Schuppenkarpfen gefangen. Schöne Schleier, 1,1 Kilo. Kann man machen. Wie groß werden die Barsche hier denn? Barsch, Barsch, Barsch da. Der Barsch wird 3 Kilo und hier aber auch auf Dings gefangen. Na gut. Dürbel, Mais. Hecht war nur auf Dings gefangen. Laube, Rotauge. Hier so ein Fels, ja, der ist auch. Den könnte ich mir auch gefallen lassen. Nicht mal so klein, aber. Das wird noch ein bisschen dauern, bis wir uns so einen Fisch in den Kescher setzen lassen. So will ich gerade ruhig, du Mann, oh Mann, ey. Wie haben wir? 7.20 Uhr. Ja, bis 8 machen wir noch und dann gucken wir mal, was wir so erbeutet haben. Aber die 5 Fische in Kescher sind nicht so der Brüller. Aber hier schon mal gut Karpfen zu fangen, oder? Irgendwo scheint der Kollege Bratzel scheint hier tatsächlich gezielt auf abgeschoppen Karpfen zu gehen. Oder hat einfach nur Glück. 4 Kilo ist gar nicht mal so schlecht. Die geben auch schon deutlich Silber. Könnte man hier mal probieren mit Kartoffel, lass mich mal überlegen. Kartoffel. Habe ich glaube ich noch genug. Ja, Kartoffel, oh, satt, 587. Aber die gehen auch ganz gut auf Honigteig. Maisbrei weiß ich gar nicht. Könnte auch funktionieren. Hier, Holly mit einer schönen Schleie nochmal 1,3 Kilo. Auch nicht schlecht, top. So, wir kriegen nochmal bis auf die 3. Da haben wir die Bremse sogar noch auf 28 stehen. Ist ein bisschen geschwommen, also wird es wohl kein Aal sein.
Das konnte ich so schnell gar nicht sehen. 558 Gramm Giebel. Damit wollen wir die Folge auch schließen. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr habt gesehen, hier ist die Ausbeute mit Aal gerade wirklich sehr bescheiden. Dafür haben wir natürlich gigantischen schwarzen Amur gefangen. Jetzt gucken wir nochmal hier auf der 1. Der ist aber auch weit geschwommen. Was haben wir da? Da haben wir nochmal schönes Rotauge. Die Bissfrequenz wird jetzt natürlich massiv zunehmen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen da. Habt ihr irgendwelche Anregungen? Teilt mir das bitte mit. Wir sehen uns demnächst wieder in der nächsten Folge hier am 12er. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Euer Keule.